Mahamri na maharagwe ya nazi. Für meine Zutaten, ich habe hier 500 Gramm Mehl, das ist Weizenmehl, 100 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Kardamompulver, ein Päckchen Hefe, 2 Esslöffel Butter und ich habe hier 250 ml Kokosmilch und ich habe meine Kokosmilch verteilt. Es muss nicht gleich sein. Die Hälfte werde ich benutzen, um meine Hefe aufzulösen. Und zusätzlich brauche ich noch ein bisschen Mehl zum Kneten, das ist sehr wichtig. Und ungefähr 100 Gramm sollte reichen. Zuerst werde ich natürlich alle meine trockenen Zutaten mischen. Das ist meine Kardamompulver, mache ich rein. Ich brauche ungefähr 1 Teelöffel, wo ich meine Hefe auflösen werde. Und das mache ich hier rein. Und dann mache ich meine Hefe und das lasse ich für ungefähr 5 Minuten. Perfekt. Dann kann ich zusammen mischen. Ich kann auch so ein Schneebesen. Und apropos etwas, was ich vergessen habe zu erwähnen, mein Kokosmilch ist warm. Ein bisschen so schlagen, umrühren, damit ich die Klümpchen wegbekomme. Und das lasse ich für ungefähr 5 Minuten stehen. In der Zwischenzeit kann ich mein Mehl zusammen mischen. Oder ich mache meinen Zucker rein, das zusammen mischen dazu kommt meine Butter, falls meine Butter jetzt zu hart wäre, ein bisschen schmelzen. Und wer kein Butter benutzen möchte, dann einfach 2 Esslöffel Öl nehmen. Das geht auch. Für die Anfangsphase, um alles zu kneten, werde ich einfach keine Handschuhe benutzen, weil ich habe lange Nägel. Das ist auch sehr wichtig. Dann kann ich auch mein Butter zusammen mischen. Wie man schon sehen kann, nach ungefähr 3 bis 5 Minuten ist mein Hefe schon aufgegangen und jetzt kann ich zufügen. Ich habe meine Kokosmilch nicht alle, ich habe nur die Hälfte, die ich benutzt habe, um meine Hefe aufzulösen und das werde ich jetzt ein bisschen kneten, zusammenmischen. Und jetzt kann ich den Rest meiner Milch nach und nach. Falls euer Teig noch ein bisschen fester ist, dann ein bisschen Wasser reinzufügen und bitte löffelweise. Dann weiter kneten. Wir wollen ein Teig, was weich ist und nicht zu hart ist. Und es soll nicht an die Ente kleben. Ich denke, ich kann noch einen Esslöffel reinmachen. Das sollte jetzt reichen. Und jetzt
weiter zum Kneten werde ich ein bisschen Mehl auf meine Arbeitsplatte streuen und das weiter kneten. Und das kneten wir weiter für 5 bis 10 Minuten. So, ich habe hier eine wunderschöne Kugel bekommen. Wichtig ist, dass eure Teig nicht an die Ende klebt und nicht so hart. Und jetzt nehme ich ein bisschen Mehl. Und das bestreue ich auf diese Schüssel, was ich benutzt habe, meine Zutaten zu mischen. Dann brauche ich Frischhaltefolie, um alles zu bedecken. Und das lasse ich für ungefähr 40 bis 1 Stunde aufgehen. Und im Zimmer Temperatur. Wenn eure Zimmer oder eure Küche ein bisschen kalt ist, dann kann man natürlich den Ofen für eine Minute warm machen, nur warm machen und nicht vergessen auszumachen, eine Minute warm machen und eure Schüssel da reinstellen, auf keinen Fall heiß. Wer keine Frischhaltefolie hat, dann einfach eine nasse Küchentuch benutzen, das geht auch. Und das lasse ich jetzt für 40 bis 1 Stunde und wir sehen uns später. So, jetzt ist ungefähr nach einer Stunde und wie man schon sehen kann, mein Teig hat sich verdoppelt. So sollte es eigentlich sein. Und jetzt werde ich das ganz vorsichtig rausnehmen. Und dann ein bisschen rollen. Und jetzt versuche ich ungefähr 6 Stück zu schneiden. Ich fange hier in der Mitte. So, wie man schon sieht, ich habe hier 6 Stück. Und ich versuche so Kugeln zu machen. Und damit meine Kugeln, die ich nicht bearbeite, nicht austrocknen, dann mache ich ein Küchentuch drauf. Das gleiche Küchentuch, was ich benutzt habe beim Teig aufgehen. Und jetzt mache ich den Rest. Und dann können wir weitermachen. Bis gleich. Ich habe hier meine 6 Kugeln, fast gleich groß, es muss nicht jetzt 1 und 1 sein, und mein Backblech. Und hier werde ich ein bisschen Mehl bestreuen, meine Kugeln da lassen und für ungefähr 5 bis 10 Minuten ausruhen und dann können wir unsere Kugelchen ausrollen. Und damit sie nicht austrocknen, mache ich wieder mein etwas nasses Küchentuch drauf. Ah, und in Zimmertemperatur lassen. Nach 5 Minuten kann ich jetzt ausrollen und ich nehme kugelweise. Ich verteile erstmal alle meine Kugelchen hier auf meine Arbeitsplatte, weil ich mein Backblech gleich wieder brauche. Und das werde ich wieder mit ein bisschen Mehl bestreuen, damit wenn ich meine Shapes hier, meine Mandazi hier reinmache, damit sie nicht kleben. Das mache ich hier zur Seite und dann kann ich ein bisschen Mehl, nur ein bisschen Mehl.
Und ich mache meine Chips einfach so, dann benutze ich einfach einen Pizzaschneider und ich schneide zweimal. So. Und das mache ich auf mein Backblech. Und auf dem Backblech nicht so viel nebeneinander, weil wenn sie aufgehen, dann es kann sein, dass sie kleben und das will ich natürlich nicht. Und jetzt rolle ich den Rest und dann können wir frittieren. Also wichtig ist, ich habe hier, die sind meine erste und hier werde ich anfangen zu frittieren. Ich bin jetzt fertig und das lasse ich für weitere 5 Minuten und ausruhen und in der Zwischenzeit kann ich auch mein Öl fertig machen, damit es Eis wird und damit es nicht so trocknet, kann ich versuchen ein bisschen, ja, provisorisch ein bisschen Küchentuch und wir sehen uns gleich. Und wie man sehen kann, ich kann schon anfangen. Ich habe hier noch ein so Körbchen mit Küchenpapier und so ein Ding, um ja, meine Mandazi rauszunehmen. Und wenn die erste Mandazi schon aufgeht, wie das hier, einfach direkt wenden, damit es nicht platzt. Und ich frittiere mit mittlerer Hitze für ungefähr jeweils eine Minute, jeder Seite eine Minute bis 2 Minuten. Jetzt kann ich meine zweite Ladung reinmachen. Wenn sie aufgehen, direkt wenden, damit sie nicht platzen. Und jetzt kann ich rausnehmen. Und jetzt frittiere ich den Rest im Schnelllauf. Jetzt bin ich fertig und ich werde einfach den Rest rausnehmen. Und dann ist das Essen fertig und ich kann auch servieren. Was ich immer mache, direkt nach dem Frittieren, dann nehme ich einfach meine Pfanne weg, weil die Platte ist noch Eis und ich will nicht, dass mein Öl weiter Eis wird. Jetzt ich werde meine Mahamri mit Bohnen kombinieren. Also ich kombiniere immer mit Bohnen. So, fertig und das ist mein Teller und jetzt wird gegessen. Wie gesagt, kombiniert habe ich mit Rotbohnen in Kokosmilch, Mahamri na Maharagwe ya Nazi. Ja, danke für das Zuschauen und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ich würde mich natürlich freuen, wenn du abonnierst und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.